Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu meinem kleinen Kurzvortrag zum Thema Linux Essentials. Ich bin gerade aus der LPI-Prüfung drüben aus HS15 rüber gehetzt. Wir haben gerade um 20 nach erst Feierabend gemacht. Mein Name ist Michael Gispers. Ich bin Mitglied des LPI e.V., seit Jahren jetzt mit dem LPI zusammen unterwegs, als Freiwilliger, unbezahlter Proktor. Das heißt, ich fahre zu solchen Events wie hier Grazer Linux-Tage, Linux-Tag in Berlin, Chemnitz und sonstiges, um dort Prüfungen abzunehmen. Parallel dazu habe ich mich stark um das Essentials-Programm mitgekümmert, weshalb ich dazu auch ein bisschen was erzählen kann. Bevor ich auf das Essentials selber eingehe, kurz zwei, drei Sätze zum LPI. Ich lese nicht alles vor, was da oben steht. Seit 1999 unterwegs. Idee dahinter war, eine Prüfung aufzubauen für das Thema Linux, die distributionsneutral ist. Alles, was es damals gab, war irgendwo mit einer Distribution verheiratet, zum Beispiel SUSE oder Red Hat. Und man konnte quasi nicht irgendwas machen, ohne auf eine Distribution ranzugehen. LPI hat gesagt, ist nicht. Man muss was haben, unabhängig, hat entsprechend dort die Prüfung aufgebaut und inzwischen sind über 350.000 Prüfungen gemacht worden und 120, glaube ich, ja, steht auch so drin, 120.000 Zertifikate ausgegeben worden, was schon eine Menge ist. Es gibt eine weltweite Anerkennung des Zertifikats. Es wird inzwischen auch bei sehr vielen unterschiedlichen Bereichen als Grundlage für Linux-Administration genommen. Zum Beispiel beim Bewerben oder Bewerbungsanfragen steht meist schon drin, bitte LPIC 1, LPIC 2 mitbringen. Schönes Beispiel sind die Japaner, bei denen ist inzwischen ein LPIC 1 fast nichts mehr wert. Die sagen, wenn du Linux-Administration machen willst, dann komm bitte mit einem LPIC 2. Weil es haben so viele den LPIC 1 gemacht, dass er da schon letztendlich zu niedrig ist. Das habe ich schon fast alles erzählt. So, wie sieht eigentlich das LPI-Programm aus? Das Grundprogramm ist erstmal Zertifizierung für Administratoren. Fängt an unten bei unserem LPIC 1 mit den Prüfungen 101, 102. Geht dann über LPIC 2 auf den LPIC 3, die Enterprise-Prüfung. Aber das interessiert euch alles eigentlich gar nicht. Weil ihr interessiert euch eigentlich eher für Essentials. Die geht nicht auf den Bereich der, gehst du weiter, auf den Bereich der Administratoren, sondern auf den Bereich der Benutzer. Und zwar adressieren wir dort Benutzer, die schon ein wenig fortgeschrittener sind. Und die an der Stelle nachweisen wollen, dass sie auf der Benutzerebene mit Linux arbeiten. Warum haben wir das Ganze aufgerissen? Hauptsächlich Universitäten, Berufsschulen und Co. haben uns gesagt, euer LPIC-Programm ist super. Wir würden gerne all unseren Auszubildenden oder Teilnehmern an den Kursen nachher ein LPIC zur Hand geben und sagen, das ist das, was ihr als Zertifikat bekommt. Aber die Zeit reicht halt nicht. Weil wir haben nicht die Zeit, um jemanden von 0 auf 100 auf ein Administrationslevel zu hieven. Und deshalb hat man uns gebeten, doch mal was zu bauen, was nicht auf den Administrationslevel geht, auf den Benutzerlevel geht und dann entsprechend innerhalb von circa 2 Wochenstunden über den Schulungszeitraum, meist ein Jahr, abbildbar ist. Dabei rausgekommen ist dann Linux Essentials. So, was muss denn so ein Kandidat nachher alles können? Grundlegendes Verständnis, freie Software, Open Source. Ganz wichtiger Punkt. Kommt eigentlich in der LPIC-Prüfung zu kurz. Warum? Wir arbeiten da zwar mit freier Software, Open Source, müssen aber nicht wissen, was das als solches ist.
Bei Essentials muss der Teilnehmer das wissen. Er muss sich auch auskennen im Bereich der Communities und auch natürlich tief in die Lizenzen rein. Ihr braucht das nicht alles mitschreiben. Die Slides gibt es nachher. Außerdem gibt es auch auf der LPI-Seite die gleichen Informationen nochmal. Das heißt, wenn ihr euch dort das Programm anschaut, gibt es dann auch die Informationen zum Programm. Nicht so niedergeschrieben, wie ich es gemacht habe, aber im Prinzip doch vorhanden. Dann Kenntnisse über Prozesse, Programme, Grundwissen, das war uns auch sehr wichtig, über Computerhardware. Ihr wisst gar nicht, wie viele Teilnehmer man in Kursen drin hat, gerade LP-Kursen, die gar nicht mehr wissen, wie ein Rechner aufgebaut ist. Man vergisst letztendlich mit dem ganzen Support, den man rund um die Hardware hat, was denn Hardware als solches ist. Und das haben wir ins Essentials mit reingenommen. Man muss jetzt nicht wissen, den Unterschied zwischen einer PCI Express und einer PCI-Karte. Man sollte aber schon wissen, was eine Steckkarte ist und was man damit machen kann. Genauso wie auch das Wissen über einen Prozessor, einen RAM, ein Gehäuse oder auch, was haben wir sonst noch drin? Mainboard. Sollte man schon wissen, was dahinter steckt. Und dann natürlich im System selber Zugriffsrechte, Benutzergruppen, Verzeichnisrechte. Den Rechner sollte man einem Netz hinzufügen können. Also einfachste Administrationsrechte, die man auf seinem eigentlichen Benutzer-Desktop nutzt. Die Navigation sollte man benutzen können, sprich Oberflächennavigation. Und, jetzt wird es härter, das schöne schwarze Fenster, in manchen Distributionen auch weiß, für die Kommandozeile. Ja. Bestimmte Oberflächen aufgebaut oder geht es generell um irgendeine Oberfläche? Ja, die Frage war jetzt gerade nach der grafischen Oberfläche. Ich mache es mal wegen dem Mikro nochmal. Ob es um eine bestimmte Oberfläche geht. Grundsätzlich nicht um eine bestimmte Oberfläche, sondern es geht letztendlich darum, dass man, wenn man einen Browser hat für die Verzeichnisstruktur, auch diese Verzeichnisstruktur darin wiederfindet. Das heißt, hauptsächlich geht es eigentlich nicht um die Oberfläche als solches, sondern mit einem grafischen Browser auch die Dateistruktur wiederzufinden. Gerade bei so Sachen wie Computer ein Netzwerk hinzufügen, ja. Irgendwie alles dran. Das geht nicht über die grafische, sondern da geht es dann auf die Konsole. Da wäre jetzt so gesehen eigentlich meine Reihenfolge falsch. Es müsste unterhalb der Konsole, die wir jetzt haben, als aktuellen Punkt müsste es kommen. Es gehört auch mit zur Konsolenarbeit dazu. Einfache Backups und Archive, Benutzung, Tarbefehl, Zipper, wie GnuZip, BZIP2, XZ, wie man mit den Dingern umgeht. Klein bisschen was an Dateirechten, das heißt, man muss wissen, was die ganzen Buchstaben da bedeuten, wie man sie setzt und verändert. Und natürlich unter den anderen Sachen, Dateien mal auf der Konsole verschieben, kopieren, Verzeichnisse erstellen, löschen. Vor allem auch wissen, was ein RM, Leerschritt, Bindestrich, RF, Leerschritt, Slash ausführen könnte. Funktioniert noch, aber man muss jetzt das No Preserve Root mit angeben. Dann funktioniert auch das immer noch. So, das, was wir jetzt vom Benutzer fordern, haben wir gegliedert in 5 Bereiche. Einmal Linux Community, Karriere im Open Source Umfeld. Ich finde die Benamung nicht so ganz toll, aber es ist das drin, was man sich letztendlich dort erhofft. Das heißt, dort sind die ganzen Themen um Lizenzen und Co. und Open Source Wissen, Community Wissen mit drin. Dann zurechtfinden auf dem Linux-System, da geht es dann um den einfachen Einstieg, das heißt, wo finde ich was und warum. Die Macht der Kommandozeile, da dann auch solche Sachen wie Netzwerk einrichten, zippen und tarnen. Das Linux-Betriebssystem, da geht es dann um, was ist Linux genau, auch im Vergleich hin zu anderen Betriebssystemen.
Das heißt, da gibt es dann auch mal den Vergleich zu Mac OS X, zu Windows. Was macht die Unterschiede zwischen diesen Dingern aus und warum gibt es die auch überhaupt? Und dann unten letzte Sicherheit und Dateiberechtigung. Normalerweise würde ich jetzt mit euch die ganzen Punkte einmal durchkauen. Das tun wir uns aber nicht groß an, weil dafür reicht auch die Zeit nicht. Ich habe leider bei so kurzen Dingern nicht das Gefühl, ob ich noch in der Zeit bin oder nicht. Aber hier, um einfach mal den letzten Bereich Sicherheit und Dateiberechtigung als einzeln mal nach vorne zu heben. Da gibt es eben zum einen den Unterschied zwischen den privilegierten Benutzern, den normalen Benutzern, die man kennen sollte bei den Benutzertypen. Das, was die jeweils können oder auch nicht können, zumindest sollten. Man kann ja alles verändern im Linux-System, aber wir gehen von einem Standard-Linux-System aus mit den Möglichkeiten. Dann eben Gruppen, User erstellen. Erstellen heißt immer auch modifizieren, das heißt auch mal Anpassungen daran machen können. Dann Dateiberechtigung und auch Eigentum der Dateien, was man ja auch nochmal ein bisschen trennen muss. Dazu gibt es auch im Moment bei den Seiten des LPI eine schöne kleine Serie. Die haben wir vor 2 Monaten angefangen. Und zwar gibt es dort den LPI-Tipp des Monats, der sich dann um solche Themen auch mitkümmert. Da gibt es dann immer so ein 800-Wort-Artikel ungefähr, wo es dann bei den ersten beiden um Dateirechte und Besitzrechte geht. Zum einen, was ist es als Erklärung, und beim zweiten Teil dann, wie setzt man die ganzen Rechte denn und verändert sie. Der nächste Teil geht jetzt über ACLs, das heißt erweiterte Dateirechte. Da kann man sich dann auch mal die Sachen, die hier zum Beispiel unter 5.3 vorkommen würden, auch nochmal nachlesen. lpi.ce.eu ist die Seite, dann Tipp des Monats. So, dann 5.4, besondere Verzeichnisse, Dateien, was fällt da drunter? Was gibt es als besondere Dateien? Symlinks? Devices, Sockets. Bitte? Ja, spezielle Dateisysteme wie PROC zum Beispiel auch, ja, Pipes und so weiter. Das heißt, solche Sachen sollte auch der Benutzer vielleicht nicht in die Tiefe, aber schon mal gehört und benutzt haben. So. Die Prüfung selber, wenn wir uns darauf vorbereitet haben, seit Juni 2012 ist sie erst auf dem Markt. Das heißt, wir haben fast 4 Jahre von der ersten Idee an gebraucht, um die Prüfung so weit zu kriegen. Im ersten Moment war es nur die Idee, wie kriegen wir die Anforderungen der Berufsschulen, Unis und Co. hin. Wir hatten sowas in der Art Basiszertifizierung vor. Und haben uns im Linux Hotel auf unserem Jahrestreffen vom LPI e.V. hingesetzt, gesagt, okay, lass uns das mal zusammenkaspern, gucken wir mal, was hinten rauskommt. Und aus der Idee ist dann nach knapp einem Jahr der erste Vorschlag ans LPI gegangen. Das LPI hat dann gesagt, oh, gar nicht mal schlecht die Idee, lasst uns doch mal gucken, was wir daraus machen können. Die haben dann nochmal ein Jahr gebraucht, bis dass sie da das Konzept geschrieben haben. Dann haben wir die Objectives versucht herauszustellen, die entsprechenden Fragen nach und nach generiert, sodass wir jetzt mit einem riesigen Fragenpool ausgestattet sind und konnten dann im Juni 2012 auf dem Linux-Tag letztendlich das erste Mal mit den Prüfungen nach draußen gehen. So eine Prüfungsentwicklung ist nicht gerade einfach. Man stellt sich das so vor nach dem Motto, ach, ich überlege mir mal einen Weg, was in der Prüfung drin sein sollte, schreibt dann dazu mal ein paar Fragen und fertig. In der Theorie hört sich das schön einfach an, in der Praxis kommt eine Menge dazu. Man kann nicht einfach nur hingehen und Fragen zusammenstellen und sagen, das sind meine Fragen, fertig, sondern die Fragen müssen untereinander gescaled werden.
Es müssen aus den verschiedenen Bereichen immer Fragen mit bestimmten Schwierigkeitsleveln kommen. So, diese Schwierigkeitslevel legen sich nicht automatisch fest. Da müssen sich Leute hinsetzen und diese Fragen bewerten. Das ist der sogenannte Eng-Off. Darin bewerten dann Profis die Fragen und sagen, ach, ich finde die für einen normalen Kandidaten so und so einfach, um sie zu beantworten. Und durch diese Skalierung wird letztendlich der ganze Level der Fragen innerhalb der Prüfung festgelegt. Danach wird ausgerechnet, welchen Endfragenwert man für eine Prüfung haben muss und dann Fragen in die Prüfung mit den entsprechenden Werten reingenommen. Wenn ihr selber mal an der Prüfung teilnehmt, werdet ihr es auch merken. Sie hat durchaus sehr einfache Fragen, aber auch sehr schwierige Fragen mit drin, aber auch einen gesunden Mittelteil mit Mittelklasse-Fragen. Das ist mit Absicht so gewählt, um jedem letztendlich auch ein Erfolgserlebnis zu geben. Das heißt, selbst derjenige, der nicht so gut in der Gesamtprüfung ist, hat zumindest einiges an Fragen schon beantworten können, aber auch einen Profi in dem Bereich. Teilweise haben wir es in den Beta-Prüfungen auch gemerkt, dass gestandene Administratoren einige der eigentlich einfachen Prüfungsfragen gar nicht beantworten konnten, weil es nicht deren Thema ist, weil sie damit nichts zu tun haben. Zum Beispiel im Bereich Software und das Wissen über bestimmte Software oder Open-Source-Produkte. Da können nicht alle Admin-Profis mitreden. Wenn man jetzt die Prüfung dann mal fertig hat für Englisch, was die Standardsprache beim LPI ist, aufgrund der weltweiten Verteilung, muss man dann noch nacharbeiten für die Deutsche. Das heißt, wir haben noch die Übersetzung sämtlicher Fragen ins Deutsche gemacht. Das Schöne ist, wir brauchen sie ja nicht neu skalieren, sondern nur übersetzen. Aber auch das ist sehr schwierig, weil diese Fragen natürlich auf Deutsch und Englisch nicht einfach so mit einem Übersetzungstool zu machen sind, sondern alle per Hand schön sauber so übersetzt werden müssen, dass es einfach für jeden zu beantworten ist. Wie tut man nicht unterschiedlichen Distributionen bei solchen Prüfungen, weil die Fragen manchmal unterschiedlich zu beantworten sein? Oder? Ja, die Frage war jetzt, wie man mit unterschiedlichen Distributionen umgeht. Das heißt, wenn es Antworten gibt, die bei unterschiedlichen Distributionen anders zu geben wären, man versucht es zu vermeiden. Das heißt, man konzentriert sich wirklich auf die Standardbefehle, die unter den Distributionen gleich sind. Dadurch vermeidet man schon im Vorfeld ein Bashing. Das heißt, man muss nicht großartig hin und her gehen, sondern hat einen geraden Weg, auf dem man dann bleiben kann. Das machen wir aber auch bei den LPIC 1, LPIC 2 und LPIC 3 Prüfungen so. Das heißt, auch da versuchen wir das Ganze im Fragenpool so zu halten, dass halt die anderen Distributionen oder andere Distributionen dort nicht ins Spiel kommen, sondern rein nur das, was ich auch von dem Hersteller der jeweiligen Pakete bekomme, wie es unter den Distributionen gleich ist. So, was haben wir noch? Wir haben die Prüfung im Gegensatz zu den LPIC-Prüfungen nicht in den Prüfungscentern, weil das Ganze zu teuer wird. Ich weiß nicht, wer schon mal im Prüfungscenter eine Prüfung gemacht hat vom LPI, aber da kostet so ein Prüfungsteil 160 Euro inzwischen. Das wollten wir den Benutzern nicht antun. Deshalb haben wir mit einem Portal zusammen eine Online-Prüfung daraus gemacht, die zwar auch nur mit einem Proktor zusammen durchführbar ist, aber das Ganze ermöglicht uns, nicht nochmal für das große Prüfungscenter zahlen zu müssen und die Prüfung für 50 Euro auf Community-Events oder bei akademischen Partnern abnehmen zu können und ansonsten für 65 Euro in Prüfungscentern, die sich dafür angemeldet haben. Leider ist die Anzahl der Prüfungscenter noch relativ gering, steigt aber jetzt so nach und nach, da die Prüfung ja auch immer weiter fortschreitet. Bei Bestehen gibt es ein Zertifikat. Juhu, meine letzten 5 Minuten laufen an. Die Prüfung ist nicht Voraussetzung fürs LPIC 1. Das heißt, man kann sie zwar vorher machen, muss sie aber nicht machen. Es ist halt eine Prüfung, die
eigentlich aus dem Rahmen des normalen LPI-Fahrplans komplett rausfällt. So, weitere Infos auf der Wiki-Seite. Man muss sich nicht die lange URL merken. Einfach wiki-lpi.org reicht. Und dann gibt es auf der Seite links die Navigation zu den einzelnen Prüfungen und darunter auch die Essentials. Unser Maskottchen, ja, ich habe es auch hier nochmal, hinten sieht man es glaube ich größer. So, da gehe ich nicht drauf ein, dafür ist zu wenig Zeit, da auch nicht, sondern auf die wichtigen Sachen. Denn wie komme ich an diese Prüfung letztendlich ran? A, kann ich mich hinsetzen und sagen, oh, ich bin fit, ich bin Benutzer, ich mache das seit Jahren, ich kenne mich mit den einzelnen Bereichen aus, die in der Prüfung gefragt werden. Könnt ihr alles nachlesen, nochmal die Objectives auf den Wiki-Seiten. Und dann setze ich mich in die Prüfung. Wer das nicht so mag, geht hin und holt sich irgendwas an Lernmaterialien. Die erste Lernunterlage, die es gab, war die von der Lin Upfront, vom Anselm Lingnau. Der hat 300 Seiten zusammengepinnt zum Thema Linux Essentials und hat das Ganze dann unter Creative Commons gesetzt. Das heißt, das könnt ihr euch auf den Seiten kostenfrei runterladen als PDF und entsprechend danach lernen. Gibt es auch im Android Store. Ich weiß nicht, ob es die auch bei iTunes gibt, aber müsste man mal nachgucken. Daneben gibt es von der Berufsschule in München für die akademischen Partner auch eine entsprechende Version, die man sich dort kostenfrei aneignen kann. Und wer ein paar Euro ausgeben will, kann auch so ein Buch kaufen. Schmale 180 Seiten, extra schön zusammengefasst. Einer, der da mitgrinst, bin ich. Deshalb auch als letztes genannt. Das Buch, das gibt es bei Open Source Press, zum Beispiel auch vorne am Stand. Wer das vorne am Stand kaufen sollte, kriegt auch gleichzeitig noch die PDF-Variante dazu. Das heißt also die mobile Variante, weil das ist erst seit kurzem draußen, dass wir auch die mobilen Versionen generieren können. Und der Verlag hat mir zugesagt, dass diejenigen, die das jetzt kaufen, dann auch die mobile Variante dazu haben können. Als kleiner Anreiz. So, ein bisschen durchgehetzt, 30 Minuten sind ein bisschen wenig, 25. Habt ihr Fragen zu Essentials? Wer meinte, also? Ich habe gesehen, das ist auch geplant oder das ist auch vorgesehen für akademische Kurse. In welcher Form kann es eingebunden werden oder wie wird das konkret jetzt auf den Universitäten zum Beispiel sein? Die Frage ist, es ist für Universitäten angeboten, die Essentials zu machen. Wie wird es eingebunden? Eingebunden wird so, dass man halt als Curriculum für den entsprechenden Kurs unsere Objectives nehmen müsste, schauen müsste, dass man die Themen entsprechend in der Kurszeit abarbeitet und dann eben im Nachfeld die Prüfung nur noch anbietet. Das heißt, da kann man das LPI dann fragen, wann und wie dann Prüfungsmöglichkeiten vor Ort sind oder wenn man es halt öfter machen möchte, sprich immer den Kurs anbieten möchte, dass man selber als Prüfungscenter mit angemeldet wird. Das kann man im Prinzip dann dort mit einbinden. Wer von euch meint denn, dass er an so einer Prüfung teilnehmen könnte? Könnte. Also wer 50 Euro überhaben sollte, ich habe genug Prüfungen bei. Um 14.15 Uhr ist eine Prüfungssession für LPIC 1, 2, 3 und auch die Essentials. Das heißt, ihr könntet direkt teilnehmen. Einzige, was ihr braucht, 50 Euro, Lichtbildausweis und eine LPI-ID, die man auch nochmal eben unter lpi.org anmelden kann. Und dann wäre eine Chance da. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen habt, würde ich mich bedanken. Wünsche euch noch viel Spaß auf dem Rest der Linux-Tage. Ich gehe wieder zurück in meinen Prüfungsraum. Vielen Dank.